Hallo meine unglaublich geilen Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, ihr wundert euch bestimmt, was ist geschehen. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, einen weitaus höheren Speicherstand zu nehmen. Da waren wir kurz vor Lager bei denen. Also wir sind hier. Und wir sind viel zu schwach. Also wir sind wirklich viel zu schwach und es bringt auch jetzt nichts mehr groß, das ein paar Mal zu versuchen. Ich muss irgendwie diese Level aufholen, wo ich im Schwertkampf und Kraft und Agilität in den letzten 30 Folgen ziemlich vernachlässigt habe, muss ich eindeutig aufholen. Also wir sind so schwach, das geht so einfach nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Rattay und fangen an, alles aufzuholen, was uns fehlt. Das ist jetzt eine Zeit lang, wo wir reisen dürfen. Oh Gottes Willen, das ist... Ich hoffe, das ist nicht zu weit zum Schnellreisen. Aber es muss einfach sein, wir sind so schwach, wir kommen da... Ich komme nicht mal ansatzweise haben wir eine Chance. Erstens waren wir low-life, bevor das überhaupt so weit kam. Und ich glaube, selbst wenn wir Full Life wären, hätten wir keine Chance gegen den Typen. Wir sind noch deutlich zu schwach dafür. Deswegen gehe ich jetzt zurück und übe Schwertkampf. Und mache ein paar andere Sachen so nebenbei. Irgendwas, wo uns hilft, stärker zu werden. Deswegen hoffe ich, dass der noch vorm Trainingsplatz gammelt, dass wir da ein bisschen üben können. Da ist er auch, oh Gott sei Dank. Taste? Falsche Taste gedrückt. Hi, hi Bernhard, hi. Ich würde gern mit einem Holzschwert üben. Ich würde gerne ein bisschen mit Holzschwertern üben. Gut, lass uns anfangen. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Ich habe ein Bastardschwert, ein Kurzschwert, Stangenwaffen. Du entscheidest. Bastardschwert. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit... So. Neue Rüstung brauchen wir auch. Eine neue Nahkampfwaffe wäre auch mal ganz cool. Du hörst mir! Mir! Ah. Daneben! Oh. War's daneben? Aua. Wir prügeln jetzt einfach auf den einen, bis wir Schwert so hoch haben, wie nur geht. Und auch Stärke. Hatten wir nicht eine Kombination mit links und rechts und Schüste? Okay, okay. Wir hatten noch mal so eine Kombination gelernt, dass wir links, rechts machen konnten. Aber vergiss es, das funktioniert gegen den irgendwie nicht. Verdammt. Dafür wirst du büßen. Ach wirklich? Aua! Ausdauer, Ausdauer. Können wir den eigentlich umhauen, wenn wir stark genug sind? Das würde mich gerne mal interessieren, wenn wir dann mal richtig mit ihm trainieren. Oh, das war richtig gut gerade von mir. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Verdammt! Aua!
Scheiße! Oh. War das jetzt eigentlich dies? Das müsste es ja gewesen sein, aber irgendwie sieht das jetzt nicht so besonders aus. Aber! Ist jetzt natürlich nicht so interessant für euch, wenn ich hier ein bisschen rumübe, aber es muss halt leider Gottes sein. Wir sind so schwach. Und was mich auch interessiert, ist mit der Abwehr. Wenn wir jetzt immer gegengesetzt sind und dann so wegschlagen, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt mit dem Wegschlagen, dass wir da eigentlich immer so einen Safe-Treffer haben. Aua! Aua! Verdammt! Weißt du, was mich übrigens auch wundert? Wir sind ja questmäßig schon relativ weit. Und wo wir dann bei der Schlacht waren, war er eigentlich auch da? Ich glaube, er war nämlich nicht da, der faule Sack. Der stand wahrscheinlich immer noch hier und macht Trainingsübungen mit den Leuten. Also, finde ich überhaupt nicht okay so. Aber er rettet mich gerade, weil ich bei ihm richtig gut üben kann. Verdammt! Einfach draufschlagen. Weg. Ich habe irgendwas gedrückt, dass es jetzt auf einmal rund ist. Oh mein Gott, der macht uns ja richtig Schaden. Du hast es so gewollt. Nee. Au. Warum ist das auf einmal rundgeborenes Zeichen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Oder halt um das Ding so ein runder Kreis. Ich bin hier drüben. Kampf neue Stufe. Komm, er Sack. So ein Dreck. Ziehen wir den eigentlich dann auch Leben ab? Irgendwann würde mich interessieren, ob wir ihn K.O. schlagen können. Das wäre. Oh mein Gott, wir haben ihn schon. Wir haben ihn gerade getreten, habt ihr es gesehen? Wir haben ihn weggeschubst. Oh mein Gott. Erfolg des Todes. Warum kann er das abwehren und dann immer direkt zuschlagen und wie nicht? Au. Das nennst du kämpfen. Ja, das nenn ich kämpfen. Au. Okay, das ist... Gott. Einmal unsere Ausdauer noch weg. Und dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Stärke plus 1. Bollwerk. Gegnerische Angriffe mit dem Schild zu blocken kostet dich 30 weniger Ausdauer. Huckepack, ja, das kennen wir. Mit 4 Schwung. Deine Angriffe verursachen 10% mehr Schaden. Wir brauchen aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Packesel 2! Lololololol.
geil. Ja, da haben wir ja gerade nichts anderes. Das können wir eigentlich auch skillen, dass das mal gemacht ist. Kampf. Kampf haben wir jetzt neues Ding. Aderlass haben wir mit, mit blutender Wunde und je mehr mein Schwert mit der rostigen Klinge. Machen wir mal das mit der blutigen Wunde, das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Verteidigung haben wir irgendwie noch gar nichts. Perfekter Block, ja. Wenn du beim Durchführen eines perfekten Blocks auf die Angriff-Taste drückst, holst du sofort zum Gegenschlag auf. Das irgendwie habe ich bis jetzt noch nie hinbekommen oder irgendwie bin ich bescheuert, das zu machen. Weil das sieht bei mir nie so aus, dass ich das machen würde. Muss mal gucken, ob wir das irgendwie noch richtig hinkriegen. Axt haben wir ja noch gar nicht. Schwert. Ah, ich dachte, wir haben das gelernt. Langschwert, Kurzschwert, Jagdschwert, Fehltechniknaben, Langschwert, Kurzschwert, Jagdschwert, Langschwert. Wir brauchen jetzt auch mal eine gescheite Waffe. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo wir mal machen sollten. Zum Schmied gehen und sagen, hey, gescheite Waffe, gescheite Rüstung, los geht's. Und da haben wir auch noch eine Quest. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Schmied. Bogenschießen wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir das ein bisschen weiter üben. Also eine richtig geile Trainingsrunde. Ja. Falsch. Reicht immer noch nicht, aber jetzt haben wir schon mal ein paar Skillungen mehr drauf. Und wir haben hier auch eh noch ein paar Quests in Rattai, die wir zu erledigen haben, also so ist es ja nicht. Bin ich schon am Schmied vorbei? Map? Ja, wow. Waffe, wir haben ja immer noch dieses Kacksacks. Gefährten, Inventar hier. Haben wir nicht noch diese krasse Waffe da drin oder was ist eigentlich mit der passiert? Wir hatten ja mal diese andere Waffe. Ist die weg? Sieht nicht so aus, als ob wir hier noch irgendwas drin haben, was das betrifft. Wow. Schmied! Hallo Schmied. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Wegen Rattai? Nö. Lass uns handeln. Mach's gut. Komm, so ein Banditenschwert allein schon ist stärker als unser Sachs. Zimmermanns Axt. Steht da auch dabei, als was für eine Art? Ah, doch, Waffenart Langschwert zum Beispiel. 40-40-2, ein rostiges Langschwert, das jemand groß hat, also außergewöhnlich abgesehen von ihrem Alter und ihrer Vielfältigkeit, Einsatzmöglichkeit und der Tatsache, dass sie bald wahrscheinlich auseinanderfällt. Geil. Hufeisen. Ah, Viehzeug hat er jetzt auch nicht wirklich. Messer scharf. Oh, für Reparatur, das können wir eigentlich mitnehmen. Warenkorb. Unser Sachs ist immer noch echt kacke. Können wir das irgendwo gucken hier? 18,33,9. Was haben wir bei ihm? Da haben wir. Ein, 40, 40, Moment. Oh mein Gott, Entschuldigung. Damit könnten wir schon deutlich besser sein. Was haben wir eigentlich? Was ist das andere von der Waffenart, wo wir hier haben? Jagdschwert. Ich würde sagen, wir nehmen das Banditenschwert mal mit. Und die kann theoretisch weg, die Kacke, ja. Können wir noch ein paar Sachen verkaufen? Sonstiges.
Ja, hier zur brauchen Pfeile kannst du mal haben. Warum auch immer wir die noch dabei haben. Der Rest sieht eigentlich nicht so danach aus. Falschen! Lässt sich was am Preis machen? Nun. Wir sollten uns mal einen Händler raussuchen, wo wir alles verkaufen. Was sagst du da? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. In Ordnung. Danke. So, Waffen-Banditenschwert. Kann man beim Langschwert trotzdem noch ein Schild nehmen oder ist das eine Zweihandwaffe? Nee. Gibt's hier überhaupt zwei? Es gibt hier schon Zweihandwaffen, oder? Oder? Ich schätze mal, hoffentlich schon, oder? So, wir sind aufs Langschwert. Wir könnten uns dann ein paar Kombos hier aneignen. Hier, links, rechts, Stich, Stich. Das wollte ich da vorne die ganze Zeit machen. Mach mal. Aber das ist nicht mal fürs Langschwert. Oh mein Gott, ich bin manchmal so geil, ey. Das ist der Hammer. Unten links, Stich, Stich. Ja, mach mal, komm, mach mal das. Wird schon gut gehen. So, soweit, so gut. Ja. Jetzt haben wir schon mal eine neue Waffe. Ich fühle mich besser. Ja. Als nächstes. Ja. Ja. Da ging's rein. Hi, hi. Bogenschießen lernen. Guten Tag. Und hat er eigentlich auch mal einen neuen Bogen? Wie wär's? Weil unser... Was haben wir eigentlich? Er nimmt ihn nicht mal. So schlecht ist der, hä? Minimale Stärke 4, Agilität 3, das hätten wir. Was wär's hier? 8, 6. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Aber das wäre doch mal was. 8, 6. 8, 6. Doch, haben wir sogar. Den könnten wir tragen. Mach's gut. Essen, Jagdbogen. Ich würde sagen, gib mir den. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Mach mal 220. Zufrieden? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, 230. Ja, das sollte passen. Verbessert. So, den Equipment, unserer, der war ja hier, Kraft 39, hier haben wir jetzt schon Kraft 57. Wir probieren das jetzt mal ganz kurz aus. Habe ich Pfeile equipped? Ja. Hallo? Oh Gott. Er ist deutlich stärker, er braucht aber auch länger zum Spannen. Also es sieht aus, als ob so Pfeile direkt davor abbrechen, wenn sie alle drin landen. Oh Gott. Gehen die kaputt? Nee. Ich finde, der könnte alle gleichzeitig aufheben, wäre einfacher. Wettbewerb! Möchte sich jemand mit... Sicher, wozu? Sag mir erst wie... Mach mal Anfänger. Ich bin an... Mach. Los geht's. Ich trommle dann. Alles gut. Müsst ihr ein bisschen oben Bogenschießen mit dazu lernen. Oh, Gottes Willen. Oh, der war gut. 3 Punkte.
4. Null. Oh, das war gut. Wir müssen nur als erstes fertig werden, dann ist eigentlich alles ziemlich gut. Das müssten wir haben. Ja, easy. Das war's. Heinrich hat gewonnen. Hey, Heinrich hat gewonnen. Ach, stimmt. Kann man das nochmal machen? Möchte sich jemand mit... Klar, hier. Sag mir erst, wie gut. Ich bin an... Macht. Los geht's. Ich trommle da. Mach's gut. Das kann man immer wieder machen, oder was? Ihr könnt anfangen. Könnte ich mich ja zu Millionären schießen. Oh, der war gut. Ich wünschte, ich hätte sowas wie ein Fadenkreuz oder so. Acht. Wird schon besser. Ich weiß nicht, was ich als Ziel nehmen soll. Soll ich da mein Knöchel nehmen oder... Oh Gott. Knapp. Der Wettbewerb ist vorbei. Heinrich gewinnt. Heinrich gewinnt. Wie wär's mit Bogenschießen hoch? Nein? Wow. Was zum... Damit komme ich nicht so weit. Ich muss wahrscheinlich mal im Wald jagen gehen oder sowas. Aber mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus... Guten Tag. Wie kann... Kann ich? Nee, ich kann nämlich... Ich kenne sogar schon alle Dialoge mit dem... Ja, was wir auch machen können noch, um Stärke hoch zu skillen, wir haben hier noch... Wo ist es? Hier. Das da. Könnt ihr euch noch dran erinnern, mit der Prügelei. Das könnten wir machen, wir verprügeln den. Ich glaube, mittlerweile dürfte der keine Chance haben, dann kriegen wir auch noch mal ein bisschen Geld zusammen. Daraufhin können wir dann auch noch uns eine neue Rüstung besorgen. Noch ein bisschen Schwertkampf üben, Kampf üben, Schwertkampf üben und noch mehr Kampf üben. Und dann dürften wir irgendwann wieder für die Mainquest vorbereitet sein. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten, das machen wir dann nächste Folge. Gucken wir mal, ja, die nächsten Folgen werden halt viel auf Kampf abgesehen sein, dass wir das irgendwie hochgeskillt kriegen. Und auf Waffensuche natürlich und Geldsuche, damit wir uns richtig, richtig guten Stuff holen können. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.